Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Zusammenfassung. Und zwar soll es heute gehen um Im Schatten der Gans. Das Ganze ist das vierte Abenteuer aus dem Buch Die Rückkehr des Kaisers. Und das Ganze ist eingegliedert in Das Jahr des Feuers, die Kampagne mit den drei Abenteuerbänden und zahlreichen Prequels. Ja, worum soll es gehen? Im Schatten der Gans spielt normalerweise in Romulus um die Belagerung und die Befreiung. Und da geht es eigentlich ein bisschen darum, dass das im Nachgang bzw. kurz vor der Schlacht der drei Kaiser spielt, wenn es dann um den Greifenthron geht. Darum soll es eigentlich gehen. Wir haben es in dieser Kampagne ein bisschen nach vorne gezogen, denn es gibt tatsächlich zwei Belagerungen, die Asmodeus anstrebt. Die erste wird ohne die Helden aufgelöst und die zweite mit den Helden. Ich habe es in dieser Kampagne eben andersherum getan, weil wir befinden uns ja so oder so in einer großen Sandbox und können tun und machen, was wir wollen. Und wir haben auch nicht das zweite Buch gespielt aus der Asche. Das haben wir komplett weggelassen. Wir haben ja gespielt der 35-Tage-Krieg. Und da wir dann sowieso gerade von Zorgan kamen, dachten sich die Helden, dann schauen wir doch einmal am Wegesrand vorbei an Romulus. Genau das haben sie getan und dann dachte ich mir, wenn das sowieso passt, dann können sie auch die erste Belagerung einfach auflösen. Und wir haben dann ja mit einer großen Karte, die wir bekommen haben, die uns von Teferi zur Verfügung gestellt worden ist. Link ist unten in der Beschreibung für die Karte, die ist selbst gebaut aufgrund der offiziellen Daten etwas vergrößert. Ich glaube, irgendwas mit 20.000 Pixeln oder sowas. Die ist also riesig groß. Gemeinsam mit dieser Karte und den Hintergrundinformationen der verschiedenen Publikationen der Regionalspielhilfen wie Schild des Reiches oder eben auch den wenigen Informationen aus der Chronologie hinten in Rückkehr des Kaisers habe ich mir dann eine eigene kleine Kampagne bzw. ein kleines Abenteuer gebaut, was dann eben Im Schatten der Gans hieß. Darin angegliedert war dann eben auch noch zusätzlich die fünf namenlosen Tage, die haben wir tatsächlich ausgespielt. Dafür habe ich allerdings dann auch eine Wildermark-Spielhilfe benutzt und zwar von eigenen Gnaden. Auch darin gibt es dann Hilfen, ja, mit denen man dann diese namenlosen Tage ausgestalten kann. Und so ist das passiert. Ja, unser Abenteuer fing natürlich erst einmal ganz modular damit an, dass wir von Zorgan nach erstmal Perikum mussten. Die Seereise habe ich nicht so sehr lange ausgespielt, weil sie eigentlich nicht unser Ziel war. Das ging relativ fix. Und da haben wir dann einfach mir nichts, dir nichts, die Seeadler angeheuert, sind dann rübergefahren, ohne wirklich noch groß etwas auszuspielen. Das wird dann später alles in Bahamuts Ruf kommen, oder aber ihr schaut es euch noch einmal an, wenn ihr Blutige See gesehen habt oder noch einmal sehen wollt. Denn dort wird die Seeadler sehr viel mehr thematisiert. Das hat mir ein bisschen in der Seele wehgetan, dass ich das so kurz gemacht habe, aber die Helden wollen ja am Ende auch noch irgendwas erleben. Dann von Perikum aus, sie durften ja selber in der großen Stadt nicht anlanden, weil Ratharalsani nicht dort geduldet wird, ebenso auch wie Yalan. Und Abelmir, die werden ja auch gesucht, aber naja gut, sie haben so also auf der falschen Seite des Flusses angelegt und konnten dann mit einer, ja, mit einer Lachshexe Alvide konnten sie dann übersetzen und den Fluss nach oben fahren, was normalerweise sonst schwerlich möglich ist, da der graue Mann auch hier sitzt. Sie haben dann verschiedene Gerüchte gehört, unter anderem vom Schlund zur Finstermark, beziehungsweise auch der Blutkerbe, die später schon in einer Spontanrunde behandelt worden ist und in deren Verlauf dann auch Raphim auserwählt worden ist. Aber auch dazu später mehr, ich werde nicht spoilern. Ja, dann ging es darum, wie man in eine belagerte Stadt eindringen kann, wie man einen Ring sprengen kann oder ihn überlaufen kann, gerade wenn dicke Mauern drumherum sind. Und so haben sie dann mit dem Stab von Abelmir und etwas Geschick, Nacht- und Nebelaktion sind sie dann eingedrungen und konnten tatsächlich dann auch über einen alten Schmugglertunnel in die Kanalisation gelangen. Was dann das eigentlich Spannende hier gerade war, ich habe mich für ein Magnum Opus des Lolgramot entschieden, also den ewigen Verrat gesät und da dann die Kanalisation etwas erweitert, dämonische Arme hinzugefügt. Und das Ganze etwas verschlungener gemacht. War eine sehr spannende Szene, die empfehle ich auch noch einmal sich anzusehen. Sie haben zahlreiche weitere Lolgramotsche Dämonen getroffen. Es ging dann so ein bisschen darum, als sie aus der Kanalisation nach oben kamen, um Straßenkämpfe, so wie sie normalerweise auch ja, in Kriegsregionen geführt werden, im
ja, wahren Leben, wenn man das so sagen kann, mit irgendwelchen Streuminen. Da hat man dann irgendwelche Artefaktbomben benutzt und hinterhältigen Scharfschützen, die in den Burgruinen sitzen, die haben sie dann nach und nach in den Häuserruinen dann noch weggeräumt. Dabei wurden dann noch zahlreiche Schicksalspunkte verbrannt. Sie haben nach und nach dann sich vorgekämpft durch die Stadt, haben versucht, das ein bisschen zu katalogisieren, konnten dann auch noch gegen der Reis kämpfen und letztendlich konnten sie dann tatsächlich auch vordringen in den Travia-Tempel, der dann so ein bisschen das einzig sichere Refugium ist gegen das Lolgamotsche Unwesen. Ja, nachdem sie sich dort bei den Gänserittern gesammelt haben, kam tatsächlich auch dann der Entsatz aus Punin, denn eine Heldengruppe kann zwar schon gegen 5, 6 oder meinetwegen auch 10 Lolgramodgardisten bestehen, aber wenn es dann 100 oder 200 werden, dann wird das doch relativ schwer. Dementsprechend kam dann auch der Entsatz aus Punin mit der Fürstin Irmegunde und ihrem Bruder Kurian von Rabenmund. Die haben dann die Stadt so ein bisschen wieder leergefegt, haben das versucht, diese Straßenkämpfe zu beenden. Und an dieser Stelle endet dann auch unsere Schatten des Ganzes. Es gab noch ein paar Aufräumaktionen, die dann auch weiter auf die Kampagne hinweisen. Unter anderem einige Trollartefakte, Trollrelikte unter einem Boron-Anker. Da haben sie dann noch etwas entdeckt, was doch einzigartig war und ist. Sie konnten allerdings auch weitere Hinweise finden, nachdem sie dann einen Söldner, ja, so ein bisschen verhört haben und erfahren dann, dass Rassasor gegen den Seelensammler kämpft, beziehungsweise andersrum. Rassasor wurde wohl von Tagunitot verstoßen. Er möchte seinen Paktbruch begehen und wieder ein lebender Drache werden. Dafür sammelt er Kaiserblut. Das war die eine wichtige Information. Und dieses Kaiserblut kann man finden mit dem mylanischen Pendel. Das werden wir brauchen in der nächsten, im nächsten Abenteuer, wenn es dann darum geht, dass wir den wahren Kaiser finden. Dieses mylanische Pendel kann also gefunden werden. Und auch das haben sie dann getan. Nachdem sie sich ein bisschen in der Akademie in Romulus umgetan haben, haben sie dann Hinweise auf eine alte, vor 500, 600 Jahren lebende Magierin namens Mylana. Das war eine Hellsichtsmagierin und diese hat tatsächlich dieses Pendel erfunden bzw. gebaut und das wurde den Helden dann anvertraut, damit sie nach dem Schatten der Gans und der Befreiung von Romulus dann auch weiter spielen konnten und den richtigen Kaiser suchen konnten. Das mylanische Pendel kommt tatsächlich auch so in der Kampagne vor, allerdings auch erst später, wenn es dann darum geht, dass man Kaiser Hal bzw. Kaiserin Hal Selinde befreit. Das habe ich bei mir so komplett rausgestrichen. Da macht euch also keine falschen Hoffnungen, keine falschen Erwartungen. Kaiser Hal wird bei mir nicht zurückkommen in der Schlacht der drei Kaiser. Und wer sind die drei Kaiser? Das kann ich an dieser Stelle. Ich werde es noch nicht vorwegnehmen. Nee, ich werde es noch nicht vorwegnehmen. Wir haben natürlich schon den einen oder anderen und ihr wisst sicherlich auch schon, dass Rohaya überlebt hat und nicht gestorben ist. Rohaya wird also sicherlich einen dieser Plätze belegen. Fragt sich nur, wer die beiden anderen Kaiser sind. Das wird sich alles zeigen im Laufe der weiteren Kampagne, aber wir haben im Schatten der Gans Romulus befreit, uns den Dank der Fürstin im Burgunde gesichert und herausgefunden, dass Rassasor gegen den Seelensammler kämpft. Wir haben insgesamt 63 Folgen lang gespielt und das Ganze hat ungefähr, ganz ungefähr 28 Stunden lang gedauert. Ich hoffe, euch hat diese Zusammenfassung gefallen. Wir weichen jetzt immer mal wieder ein bisschen mehr vom offiziellen Metaplot ab. In dieser Episode, in diesem Abenteuer ging es nur darum, dass wir etwas nach vorne gezogen haben und dass wir etwas ausgebaut haben. Nicht so sehr, dass wir vom Metaplot stark abgewichen sind. Aber die ersten Zeichen zeigen sich schon, dass ich hier dann eben sehr frei dann gespielt habe, nachdem ich doch mich im ersten Buch sehr, sehr strikt an den Metaplot geklammert habe. Am Ende des Ganzen wird allerdings auch genauso sein, wie es im Jahr des Feuers dann prophezeit worden ist, beziehungsweise wie es am Ende von Buch 3 dann sein sollte. Auch so wird es bei uns enden. Wir sind zwar noch nicht fertig, aber das kann ich schon einmal prophezeien. Ich hoffe, euch hat diese kleine Zusammenfassung gefallen und ihr könnt dann direkt weitermachen mit dem nächsten Abenteuer, der Flug des Raben. Wer auch immer der Rabe ist und warum er fliegt und was die Helden dann mit dem Kaiserblut und dem Pendel von Mylana vorhaben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.